Deutschland steht vor einer Energierevolution. Doch ein entscheidendes Schlüsselelement wird aktuell übersehen. Eine Technologie made in Germany könnte die Energiekrise jetzt lösen. Kostengünstig, effizient und sofort einsetzbar. Laut dem Bundesverband Erneuerbare Energien e.V. wird das enorme Potenzial dieser Technologie von der Regierung aber komplett ignoriert. In den aktuellen Plänen der Bundesregierung nehmen diese günstigen und ebenfalls klimaneutralen Kraftwerke nur eine untergeordnete Rolle ein. Dabei können sie Strom für ganze 6 bis 12 Cent pro Kilowattstunde liefern. Und auch im Bau sind diese Kraftwerke besonders günstig. Trotz allem bevorzugt die Bundesregierung Wasserstoffkraftwerke. Diese sind im Schnitt aber mindestens doppelt so teuer. Aber warum schlägt die Regierung diesen Kurs ein? Wir haben uns die Datenlage, die Wirtschaftlichkeit und Kraftwerkstechnologien ganz genau angesehen. Dabei sind wir auf brisante Details gestoßen und zu einem überraschenden Urteil gekommen. Die Bundesregierung möchte die Klimaneutralität bis 2045 erreichen. Abgedeckt werden soll die Stromversorgung der Industrie und der Bevölkerung daher mit erneuerbaren Energien. Zweifelsfrei ist das der richtige Schritt mit Hinblick auf Umwelt und Klima. Doch der Umstieg gilt als äußerst umstritten. Angeprangert wird nämlich die Wirtschaftlichkeit. Erneuerbare Energien sind zwar, wie Fraunhofer in einer sehr bemerkenswerten Studie zeigt, um Größenordnungen günstiger als Kohle, Gas und Kernkraft. Das gigantische Problem ist jedoch, dass erneuerbare Energien wie Sonne und Wind eben nicht flexibel eingesetzt werden können. Solarmodule und Windkraftanlagen sind wetter- und saisonabhängig. Dieser Effekt der fehlenden Flexibilität wäre weniger schlimm, wenn man zu 100% wüsste, wann es mal zu wenig Strom geben wird. Dann könnte man sich auf diese Engpässe entsprechend vorbereiten. 2 Wochen Windstille und bewölkter Himmel können aber leider auch plötzlich auftauchen, mit fatalen Folgen. Deutschland ist als Industrienation definitiv von einem stabilen Stromnetz abhängig. Einige Industrie- und Gewerbezweige arbeiten durchgehend 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Besonders nennenswert ist diesbezüglich die Schwerindustrie und Chemieindustrie. Aber auch natürlich Rechenzentren und Telekommunikationsunternehmen benötigen durchgehend Strom. Ausfälle der Stromversorgung kann sich unsere Wirtschaft definitiv nicht leisten. Wir würden bei einem instabilen Stromnetz die Wettbewerbsfähigkeit am Weltmarkt verlieren. Im kleinen Maße kann die Wirtschaft flexibel auf besonders große Mengen Strom oder auch auf kleinere Engpässe reagieren. Hier gibt es aber ganz klare Grenzen. Eine Pufferung ist nur minimal möglich. Seit Jahren schlagen Stimmen aus der Wissenschaft vor, Stromspeicher im Gigawattstundenmaßstab zu errichten. Diese könnten Energie aus Wind und Solar puffern. Das große Problem ist jedoch, dass die damalige Regierung unter der CDU den Ausbau über Jahrzehnte nicht nur verschlafen hat, sondern tatsächlich aktiv blockierte. Nun ist es für den Aufbau solcher Speicher leider zu spät. Wir benötigen jetzt schnell eine Lösung. Wie schaffen wir es, die Angebotslücken im Stromversorgungsplan effektiv jetzt zu stillen? Die Regierung hat diese Frage mit wasserstofffähigen Gaskraftwerken beantwortet. Doch diese Kraftwerkstechnik ist extrem teuer. Und auch sonst ist dieser Schritt aus fachlicher Sicht recht unverständlich. Dr. Simone Peter vom Bundesverband Erneuerbare Energien äußerte auf dem Energiedialog 2024 entsprechend harsche Kritik. Der Leitgedanke beim Aufbau des neuen Stromnetzes ist Dezentralität. Statt auf große Gigakraftwerke wollen wir auf kleine dezentralisierte Lösungen setzen. Darauf werde das gesamte Stromnetz derzeit ausgerichtet. Flächendeckend sollen überall in Deutschland Solarparks und Windkraftanlagen installiert werden, die den Bedarf vor Ort stillen können. Neue zentrale Kraftwerkstrukturen sind da nicht nur hinderlich, sondern sogar völlig kontraproduktiv. Eine effektivere Lösung wären Biomassekraftwerke im dezentralen Aufbau. Ähnlich ist die Einschätzung von Prof. Dr. Barbara Pretorius. Sie ist Klima- und Energieökonomin an der HTW Berlin. Ganz ausdrücklich möchte sie statt Wasserstoffkraftwerken Geothermie, Großspeicher und vor allem Biomassekraftwerke in den Fokus rücken. Letzteres werde von Habeck massiv unterschätzt. Ganz ausdrücklich betonte Habeck, man könne darüber streiten, ob Biogasanlagen 4 oder 6 Gigawatt flexible Leistung bereitstellen können. Aber es werden ganz sicher nicht 60 Gigawatt sein. Das können wir ausschließen. Die Zahlen des BEE allerdings geben hier einen gänzlich anderen Einblick in die Thematik. Allein durch die Flexibilisierung des Biogasanlagenbestandes entstünden nach den Szenarien des BEE bis 2030 rund 12 Gigawatt an flexibler Leistung. Das ist mehr als das Doppelte, als Habeck schätzte. Und bis 2050 seien insgesamt mehr als 27 Gigawatt an flexibler Biogasleistung möglich.
Kosten würde das weniger als die Hälfte der von der Regierung vorgesehenen 60 Milliarden für die neuen Gaskraftwerke. Tatsächlich würden Biomassekraftwerke mehrere Probleme auf einmal lösen. Biomassekraftwerke können organische Reste, so zum Beispiel Pflanzenreste, Lebensmittelabfälle oder Gülle, verwerten. Diese werden in einem luftdichten Behälter, dem sogenannten Fermenter, unter bestimmten Temperaturen zersetzt. Mikroorganismen verwerten die Biomasse bei anaeroben Prozessen, also ohne Sauerstoff, und produzieren dabei Biogas. Dieses Gas besteht hauptsächlich aus Methan sowie aus Kohlendioxid und kleineren Mengen anderer Gase. Nach der Reinigung kann das aufbereitete Biogas in Blockheizkraftwerken wie übliches Erdgas verbrannt werden. Dort kann ein Generator angetrieben werden, der letztendlich dann Strom erzeugt. Aktuell wird aber nur ein Bruchteil des gigantischen Potenzials dieser Technologie ausgeschöpft. Der Anteil an Wirtschaftsdüngern in Biogasanlagen lag laut der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe erst bei 30%. Die restliche Menge an Biomasseabfällen verursacht gewaltige Kosten. Und mancherorts wird hierdurch sogar das Grundwasser verunreinigt. In Deutschland fallen jedes Jahr 150 bis 190 Millionen Tonnen an Gülle, Mist und Jauche an. Würden wir die Biomassenutzung skalieren, würden wir nicht nur Kosten und Emissionen reduzieren, sondern auch noch flexiblen Strom gewinnen. Laut Fraunhofer ISE betragen die Stromgestehungskosten von Biomasse 7 bis 17 Cent pro Kilowattstunde. Preist man die Einsparungen an Emissionen aus dem Landwirtschaftssektor mit ein, kann die Bilanz sogar noch besser ausfallen. Um Biomasse als Universallösung flächendeckend einzusetzen, wird gerade an Biogas-Kleinstanlagen geforscht. Diese sollen bei Landwirtschaftsbetrieben direkt vor Ort installiert werden können. Eine dezentrale Lösung ganz im Sinne der eigentlichen Stromnetzentwicklung. Gesprochen wird vom Verbundsprojekt Klavier. Die Spezialanlagen bestehen aus kostengünstigen, recycelbaren Materialien und zu großen Teilen tatsächlich sogar aus Holz. Alle Komponenten, die Sensorik und die Internetanbindung, sollen standardisiert und formatiert geliefert werden. So soll jede Anlage in maximal 3 Wochen vollständig errichtet werden können. Fakt ist also, Biomassekraftwerke können tatsächlich eine Schlüsselrolle in der deutschen Energiewirtschaft spielen. Und wahrscheinlich sind sie auch mit Hinblick auf die Kosten-Nutzen-Effizienz deutlich sinnvoller als Wasserstoffkraftwerke. Dennoch sollte betont werden, dass die Entscheidung der Politik nicht auf reiner Willkür fußt. Wasserstoffkraftwerke werden flächendeckend auf der gesamten Welt eingesetzt werden. In Zusammenarbeit mit der EU hat sich Deutschland in diesem Feld in den letzten Jahren zum globalen Vorreiter hochgearbeitet. Deutschland möchte zum Großexporteur dieser Technologie werden. Man erhofft sich hiervon, die geopolitische Position stärken zu können. Großabnehmer könnten neben den USA und China auch die BRICS-Staaten sein. Die Fachwelt appelliert allerdings ausdrücklich, dass man auch andere Energiekonzepte nicht aus den Augen verlieren sollte. Eine wichtige Rolle könnte nämlich auch die Geothermie in Deutschland spielen. Früher galt als Regel, dass man für Tiefengeothermie ganz spezielle geologische Voraussetzungen benötige. In Deutschland wurde daher das Potenzial für Geothermie eher geringer eingeschätzt. Ein neues Verfahren könnte diese Regel allerdings für immer sprengen. Die Idee von Everloop ist, überall in Deutschland Geothermie flächendeckend zu ermöglichen. Der Schlüssel dafür ist ein spezielles Bohrverfahren, das eine Art Fußbodenheizung im Gestein erschaffen soll. Das Verfahren ist weltweit einzigartig. Gelingt dieses Experiment der Bundesregierung, könnte der Strompreis in naher Zukunft um 70 bis 80% fallen. Die Fachwelt ist gespannt. Wir haben uns das Projekt ganz genau angesehen. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, klicke auf das angezeigte Video. Abonniere außerdem gerne diesen Kanal, um neue Videos nicht zu verpassen.